Willkommen zu einem neuen Wochenvlog, liebe Freunde. Ich hoffe, es geht euch gut. Mir geht's ganz gut. Ich habe die letzten 2 Tage einfach nur an Seen gechillt. Das war hammermäßig. Es ist super heiß gerade. Jetzt bin ich auf dem Weg ins Studio, weil ich heute mit Moritz eine kleine Collabo mache. Und da bin ich schon gespannt drauf. Ich habe mich fertig gemacht. Was mit meiner Stimme aber? Hallo! Hi! Achso, soll ich sagen, was wir gemacht haben? Ja. Hallo, ich bin der Moritz. Hallo, ich bin der Moritz. Und wir haben hier gerade eine Kollabo gemacht in der East Dance School. Danke für diesen Space. Ich arbeite hier. Danke, Dächtes. Und ja, die Kollabo ist richtig nice geworden. Stay tuned, maybe you see it sometimes. Und vielleicht gibt es auch mal eine Class, wo ihr teilnehmen könnt. Oh, was? Stay tuned. Boah, jetzt geht's rein da. Ciao. Oh, jetzt hat gerade das Wasser aufgehört. Das ist ja nett von euch, danke. Ich würde halt so gerne gerade in diese Fontäne springen, ne? Mach mal, ich kann's filmen. Schau mal vor, ich mach's jetzt einfach komplett mit Klamotten. Scheiße. Oh mein Gott, grün sogar passend. Ja, habe ich extra gemacht. Cheers! Das ist Berlin, Leute, das sag ich euch. Oh, geil. Richtig sexy, maxi, spexy. Hey, ihr Süßen. Ich war gerade einkaufen bei Lidl. Hab wieder ein paar spannende Sachen gefunden, die ich euch zeigen möchte. Warum ist das hier alles so fest? Erstmal gab es ein paar Sachen im Angebot. Also ich glaube, die gibt es nicht dauerhaft im Sortiment. So, Aufstrich. Hier haben wir einmal eingelegte Gurke und Dill. Dann Tofu und getrocknete Tomate. Und getrocknete Tomate und Basilikum. Ich fand das alles sehr lecker aus, deswegen habe ich die alle mal mitgenommen. Und dann habe ich noch eine Packung Champignons mitgenommen. Eine Packung Tofu habe ich mitgenommen. Dann habe ich so Nudeln entdeckt. Ich habe noch nie diese Nudelform gesehen. Oh, that's interesting. Und sau oft fragen sich Leute, ob Nudeln vegan sind. Also die bestehen nur aus Hartweizengrieß und Wasser. That's it. Und das ist vegan, ja. Also es gibt auch Nudeln, die mit Ei gemacht werden, aber eigentlich die meisten Nudeln... Ew, meine verschwitzten Sachen. Eigentlich die meisten Nudeln sind ohne Ei, außer es steht extra drauf. Meistens. Ach, ich weiß nicht. Einmal kurz lesen, Hartweizengrieß, that's it. So, und dann gab es so ein paar so Fertiggerichte. Und ich war eh so, boah, kein Bock zu kochen. Spaß, ich möchte das gerne probieren und unterstützen, wenn es veganes Zeug gibt. Deswegen habe ich das jetzt mitgenommen. Das ist vegane Sojawürfel, süß-sauer mit Gemüse und Basmati-Reis. So sieht es aus. Und es gab noch Spaghetti Bolognese und es gab noch Reis mit Chili sin carne. So, das kann man einfach 3 bis 4 Minuten in die Mikrowelle packen. Und ich glaube, das werde ich jetzt auch gleich essen und dann euch Bescheid geben, wie das schmeckt. Ganz einfach. So, ich habe es mir hier schön in so eine Schüssel gepackt. Das Gemüse sind einmal Bambusstreifen. Ich mag halt Bambus nicht so. Das habe ich nicht gecheckt, als ich es gekauft habe. Aber naja, dann sind da noch so Möhrchen drin, Paprika und halt diese Sojaklöße und Süß-Sauersoße und Rice. Mhm. Ist ganz lecker. Schmeckt halt eigentlich genauso, wie man sich's vorstellt. Das, was man erwartet, bekommt man auch. Liebe Freunde, gestern habe ich 3 Classes genommen. Gestern war ich so, let's go, get some training. Nee, auf jeden Fall war echt cool und danach, es war so ein bisschen dumm. Also Ainoa und ich haben danach noch vor lange am Kanal gechillt. Wir saßen da rum. Irgendwann waren schon gar keine Leute mehr um uns herum. Ich dachte so, ja okay, vielleicht sollten wir uns dann auch mal auf den Weg machen. Wir laufen so zur U-Bahn. Und dann so, ach, es ist ja Donnerstag. Es waren ja nachts halb zwei waren wir so da. Da fahren ja keine U-Bahn mehr. Dann bin ich mit dem E-Roller nachts nach Hause gefahren. Es war aber voll cool, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe es irgendwie richtig genossen, mit dem E-Roller einfach so durch die Gegend zu fahren. Es war so relativ wenig los natürlich auf den Straßen. Es war auf jeden Fall ein Erlebnis für sich, könnte ich auf jeden Fall empfehlen. Irgendwie war ich so, es ist fast noch besser als U-Bahn zu fahren. Natürlich musste ich jetzt viel mehr Geld ausgeben. Ich habe jetzt nicht so viel Geld bezahlt, 5 Euro oder so. Aber ich habe ja eigentlich ein Ticket für die Bahn. Hätte ich nur mal ein bisschen meine Gehirnzellen angestrengt. Aber naja, war ganz lustig. Und dann war ich aber halt voll spät erst zu Hause. Dann habe ich noch einen Snack gegessen. Weil wenn ich Hunger bekomme und mich dann ins Bett lege, kann ich nicht schlafen. Dann liege ich da so lange, bis ich eine Kleinigkeit esse. Und dann dies, das. Dann war es halt irgendwann sau spät. Und irgendwie konnte ich heute nicht aufwachen, ne? Also es hat echt gedauert, bis ich heute mal den Arsch hochbekommen habe. So, aber jetzt muss ich kurz in den Supermarkt, weil wir haben kein Öl mehr. So wie ganz Deutschland. Guten Morgen, ihr süßen Mäuse. Ich habe noch ein Video, was ich filme. Ich weiß noch nicht, ob das vor diesem Video online kommt. Vielleicht. Naja, whatever. Heute filme ich nochmal einen Part dafür, weil mir ist heute, nee, gestern Abend ist mir so eine ganz schlaue Idee gekommen. Da war ich so, ja, das gehört auch ins Video. Und ich musste die ganze Zeit gähnen.
Naja, ich warte gerade darauf, dass mein Kleber ein bisschen antrocknet. Ich weiß nicht, warum ich müde bin, wovon. Ich hätte voll gerne einen Bubble Tea jetzt. Doch, ich glaube, meine Follower juckt alles. Hallo Follower. ich bin gerade. Ich wollte gerade irgendwie bei Heidelberg in Lisa sagen. In Lisa. Ich bin in Lisa. Nee, ich bin in Heidelberg bei Lisa. Aber Lisa ist immer bei mir und jetzt bin ich endlich mal bei ihr. So ein schönes Haar anziehen, dass die Haare nicht so im Gesicht sind beim Tanzen. Du sagst es. Und Lisa gibt ja ganz viele Kurse. Also wenn ihr da mal Interesse habt, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Auf die Straße gucken. Ich kann beide. Schade, jetzt ist das Lied rum. So, also hier steht Laura. Wir sind hier in der Altstadt in Heidelberg. Für die, die schon mal hier waren, wissen vielleicht auch schon, wo wir sind. Und sieht man alles nicht so gut, weil die Kamera ist so nah. Echt? Ist die nah rangezoomt? Weiß nicht. Zeig mal. Ne, jetzt zoomt sie. Steingasse heißt es, glaube ich. Ah ja. Wartet, für die, die es kennen. Genau, hier kann man so laufen. Das ist ja so ein Tor. Genau, jetzt gehen wir auf die alte Brücke. Ach, wie schön. Und die Laura hat sich so einen leckeren Eistee geholt, den man früher mal getrunken hat. Mhm, lecker. Zum Outfit. Ah, ich wollte gerade sagen, es sind meine Sachen, aber sind gar nicht. Nur meine Tasche. Wir waren uns erst unsicher wegen dem Muster und Muster. Ob man so rausgehen darf. Aber irgendwie fällt es nicht auf. Und die Leute hier sind ja eh ein bisschen schickimicki manchmal in Heidelberg. Und dann passt es ja. Heute habe ich mich mal angepasst. Ja. So lustig, einer, der hier wohnt, hat einfach zu Laura gefragt, ob es ihre echten roten Haare sind. So einer, der hier wohnt? So einer, der hier in Heidelberg wohnt. Liebe Grüße an den, der hier in Heidelberg wohnt. Ja, und dann habe ich halt direkt geantwortet, war so, ja, klar. So lustig, das ist ja so offensichtlich nicht natürlich. Offensichtlich fake. So, jetzt sind wir auf der alten Brücke. Da hinten ist so ein Gerüst. Ich weiß nicht warum, also ich glaube, es ist, weil wir haben Schlossbeleuchtung am Samstag. Hier ist Laura, hier ist eine Aussicht. Da hinten ist das Heidelberger Schloss. So, jetzt zoome ich da mal ran. Wird dann die Qualität? Oh, die bleibt ja gut. Krass. Das ist unser Heidelberger Schloss. Alles gut. Oh, das wackelt ja richtig. Eigentlich wollte ich mit Laura dahin, aber wir schaffen es zeitlich nicht mehr. Nee, also man kann auch hochlaufen, das ist so ein schöner Weg, aber jetzt sowieso nicht. Genau, das ist unser Neckar. Wie schön. Ja. Und da hinten, ich kann sogar dran zoomen, das Gelbe. Das ist das Heidelberg College, da war ich früher mal auf der Schule. Ach und dann so, hab ich, ehrlich? Ach, man kann ja richtig reinzoomen. Ja. Alter! Boah! Ey, da sieht man vielleicht den, oh mein Gott, da sieht den Löwen! Wurde mal geklaut. Okay. Echt? Ja, keine Ahnung, aber der wurde einfach mal geklaut. Ne? Wunderbar. Soll ich Fotos von dir machen? Willst du ein Foto machen? Oder ein Vlog? Da haben wir erstmal einen süßen Bubble-Tea-Laden gefunden. Ich glaube, ein bisschen süßer, obwohl die. Ja. Bin ich mal gespannt, was ich hier für einen netten Matcha herbekomme. Da freue ich mich drauf. Sieht voll süß aus hier. Ja. Voll der süße Laden. Also vielleicht ist der neuer oder Lisa kannte den einfach nur nicht. Ich bin ja ein paar Heidelberger unter den Followern. Die können mir mal einen Bericht erstatten. Was ist das für Sie? Schön beide Arme. So, der Barkeeper, den du gerade nicht gefällt hast. Servus. Servus. Ach ja, und ich schaue Lisa schön zu und schaue, dass sie alles richtig macht. Ja, ich bin so ein bisschen zittrig unterwegs wegen Laura. Ich gehe gerade spazieren durch Viernheim. Wer hier aus der Gegend ist, kann mir gerne mal einen Kommentar hinterlassen. Ich war jetzt gerade einfach bei Penny, ein bisschen bummeln, habe so ein bisschen geschaut. War jetzt nicht so viel Spannendes. Naja, jetzt bin ich back in the Industriegebiet. Ich muss nur kurz dieser Story noch reposten, damit es auch hier einen ganzen Sinn ergibt. Ich fand es halt super lustig, weil Lauri stand auf einmal so da. Hey, warte, ich sehe nichts. Mit dem Gimbal oder was auch, nee, Stativ und ist so am Handy.
Ja, ich war ein bisschen zu faul, mein Handy rauszunehmen, weil ich dachte mir, vielleicht wollen wir das nochmal nutzen. Deswegen habe ich es einfach mal kurz drin gelassen. Guck mal, man kann das auch als Selfie-Stick verwenden. Boah. Boah, boah. Oder telefonieren so. Oh mein Gott. Ajo, Babushka, da, so хорошо, спасибо. Wir sind hier in der Bahnstadt. Das ist die Bahnstadt. Ja. Auch als Stadtstaat benannt. Bekannt. Oh, das war jetzt kein Akku mehr in der Kamera, ne? Oh, wie schade. Pech gehabt. Und da sind wir wieder. In der guten alten Heimat. Ich zeig euch mal ein fixes Outfit of the Day, weil ich habe ein bisschen dumm gepackt. So wie es halt immer ist. Ich habe nur super so warme Sachen mitgenommen. Also in dem Sinne für warmes Wetter. Da hatte ich auch so eine kleine Misskommunikation mit Lisa, weil ich habe die ganze Zeit warme Klamotten gesagt. Und dann meinte sie so, nee, du meinst doch eben nicht warme Klamotten. Und ich war so, also ich meinte kalte Klamotten, weil es ist warm. Also so kurze Sachen. Und dann hatte ich keinen Pullover. Heute Morgen bin ich fast erfroren. Ich war so, oh Gott, es ist ja voll kalt. Und dann hat mir Lisa diesen Pullover mitgegeben. Und ich habe ihn erst, also ich hatte den gestern auch kurz an, weil wir so ein Reel gefilmt haben für Instagrams. Und dann war ich erst so, ich sehe irgendwie aus wie ein Bauer, aber jetzt gefällt es mir. Guck mal, das ist so halt so ein Nike-Pullover mit so kurzen Ärmeln. Ich weiß nicht, habe ich irgendwie Gefallen dran gefunden. Und ich habe jetzt schon so ein braunes Gesicht und ich war noch nicht mal im Urlaub. Freunde! Es ist soweit. Ich möchte meine Haare abschneiden. Ich wollte das schon die ganze Zeit machen, aber ich habe die ganze Zeit auf den Moment gewartet, dass ich mal wieder zu Hause bin, weil ich finde, sobald ich zu Hause bin, ist der Moment, meine Haare zu schneiden. Und ich zeige euch mal einen letzten Blick. So sehen meine Haare aus. Aber ich habe einfach so einen harten Ansatz. Scheiße, ich muss mir, glaube ich, wieder Haarfarbe kaufen, damit ich für den Sommer wieder frische Haare habe, weil so kann ich eigentlich echt nicht rausgehen, ne? Das geht ja gar nicht. Also sorry, aber das sind ja so 4 cm oder so, die wieder nachgewachsen sind. Naja, auf jeden Fall. Das Ding ist, meine Haare sind halt arschtrocken. Beziehungsweise furztrocken. Also mein Arsch ist zum Glück nicht trocken. Auf jeden Fall, das ist sehr trocken hier unten. Und ich muss halt auf jeden Fall ein gutes Stück abschneiden. Oh Gott, warum ist halt so ein Haarbüschel rausgefallen aus meinen Haaren? Was ist denn hier los? Entschuldigung. Ja, ich muss auf jeden Fall ein gutes Stück abschneiden. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Die sind halt so spröde da unten. Die sehen auf jeden Fall katastrophal aus und die fühlen sich auch katastrophal an. Und die sind auch komplett splissig. Also wenn ich meine Haare bürste, fallen immer so ganz viele kurze Haare ab. Und ich glaube, das ist das Beste für meine Haare, wenn ich mal wieder ein Stückchen abschneide. So, Freunde, jetzt wird's aufregend. Aber das Licht ist halt nicht so geil, ne? Vielleicht mache ich mal das hintere an. Jetzt ist es halt so überhell. Weiß ich nicht, was ich machen soll. Vielleicht einfach beide Lichter an. Und vielleicht so ein bisschen so, dass es nicht so hell ist. So. Naja, ich habe jetzt auf jeden Fall die Haarschneideschere gefunden. Ich glaube, ich fange mal einfach mit Metallscheitel an und schneide damit die Haare ab. Und ich habe übrigens extra mich vorher fertig gemacht, weil sonst kann ich das nicht einschätzen, ob ich die Haare jetzt okay finde oder nicht, wisst ihr? Weil ich muss das so im Gesamtbild sehen, weil ungeschminkt bin ich halt immer so, weiß ich nicht. Kann ich dir da nicht sagen, wie ich es finde. Ja, also ich finde es ein bisschen traurig, dass ich gleich ein Stück abschneiden werde, aber diese Haare sind halt echt im Arsch. Im Ärschle sind sie drin, die Arme. Die sind auch gut fettig, weil ich wasche meine Haare sehr selten, deswegen seht ihr das. Hier oben sind die schön schmandig. Schon krass, wie krass so Haare fetten einfach von Natur. Ich würde jetzt einfach mal loslegen. Du, ich bin da gar nicht zimperlich. So, das kommt ab. Das war's jetzt. Oh Gott. Sieht die hässlich aus. Oh Gott. Maus. Ist schon viel. Vielleicht finde ich es gar nicht so schlecht. Ein bisschen kürzer. Vielleicht ist das die wilde Mähne, die ich brauche. Jetzt muss ich das ja auch noch irgendwie angleichen. Ach du Scheiße. So, auf der Höhe. Okay, krass. Ich hatte schon lange nicht mehr so kurze Haare. But like, I guess it's not that bad. Also ich finde, es fühlt sich gar nicht so schlecht an. Ja, vielleicht mache ich noch ein bisschen weiter. Ich muss kurz überlegen. Gib mir einen Moment. Ich brauche einen Moment. Ich habe mich gerade dazu entschieden, ein bisschen noch abzuschneiden, weil gerade ist es einfach so ein bisschen so eine... Sieht ein bisschen aus wie so eine Zwischenlänge, als hätte ich einfach gerade meine Haare rausgewachsen, meine kurzen. Deswegen ein bisschen, glaube ich, werde ich noch absäbeln. Ja, das Ding ist, dadurch, dass ich das
selber mache, hat das alles keine Form. Und warum ist das Sauka? Ja, das schon, aber die sind halt auch kaputt. Ja, ich blondiere aber meine Haare nicht seit 100 Jahren. Also das ist auf jeden Fall ein Tutorial, wie man seine Haare nicht schneiden sollte. Weil das sind alles hier nur Ratespiele. Ich muss auf jeden Fall vorne noch die Haare abschneiden, weil die sind zu lang. Aber ja, ich glaube, das ergibt langsam Sinn. Das, was ich hier sehe in der Kamera. Deswegen werde ich das hier auf jeden Fall auch noch ein bisschen nachkürzen. Oh Gott, jetzt ist alles krumm und schief, glaube ich. Aber ich habe eh Locken, von daher ist egal. Oh, ja, ich glaube, das wollte ich sogar. Jetzt muss ich auf jeden Fall diese vorderen Haare noch abkürzen. Also wie ihr seht, super professionell, was ich hier von dannen bringe. Ja, okay. Ich schnibbel hier mal so ein bisschen rum und dann melde ich mich gleich wieder. Endergebnis, das ist mein kleiner süßer Zopf. Ist auf jeden Fall interessant, weil ich hatte schon so lange nicht mehr so kurze Haare. Ich finde sie jetzt nicht so super krank kurz, aber für meine Verhältnisse und so lang, wie ich sie die ganze Zeit hatte, sind sie schon sehr kurz. Da hatte ich sie echt schon lange nicht mehr auf so einer Länge. Ja, und ich habe jetzt halt hier vorne noch so kürzere Strähnen wieder reingeschnitten. Ich habe auch meiner Mama noch kurz die Haare abgeschnitten. Papa, soll ich vielleicht dir noch die Haare schneiden? Ach so. Nein, das war nur, ich wollte nur nerven. So sieht es auf jeden Fall aus. Ich zeige euch morgen nochmal das richtige Endergebnis. Hier kann man auf jeden Fall nochmal so einen frechen Seitenscheitel tragen. Weiß ich nicht, funktioniert gerade nicht so ganz. So ungefähr. Achso, ich zeige euch morgen nochmal das Endergebnis, weil ich werde die morgen wahrscheinlich in Form locken, weil jetzt sind die gerade noch so ein bisschen so ein bisschen Würstchen. Aber morgen mache ich die dann schön lockig und dann werde ich halt sehen, wie die kurzen Haare mit Locken aussehen. Und dann entscheide ich, ob ich sie noch kürzer schneide oder nicht. Meine Mama sagt, ich darf nicht weiter schneiden. Mein Vater sagt, schneide. So, aber seht ihr, da fallen sie die Haare schon wieder raus. Also noch viel kürzer darf ich nicht gehen, weil dann werden sie mich beim Tanzen so hart nerven. Hihihihi, voll lustig. Nein, hier fallen irgendwo schon Haare raus. Nein, das möchte ich nicht. Gumo. Ich mache mich gerade fertig. Wie ihr seht, die eine Wimper klebt schon. Ja, das ist mein Hair, guys. So kurz ist es jetzt im gewaschenen, frisch gelockten Zustand. Ist noch nicht ganz trocken. Wir fahren auf jeden Fall heute nach Enschede. Beziehungsweise auf Holländisch heißt es Enschede. Enschede fahren wir heute hin. Und ich habe mir überlegt, ich nehme euch einfach mal mit. Ich bin da ganz, ganz frei, ganz offen unterwegs. Und zeig euch einfach mal Holland. Ist das Holland? Glaub nicht. Ach so, schade. Die Niederlanden, du hast recht. Nehmen wir euch mit über die Grenze. Könnt ihr euch auch mal die Niederlande anschauen. Freunde, wir sind in Enschede. Oder in Enschede. Ich will das gar nicht so laut hier rufen. Hihi. Guck mal, da ist Royal Donuts. Ich wusste gar nicht, dass es das auch in Holland gibt. Royal Donuts? Royal. Royal Donuts. You know, that's German. Rare. Das kann nur gesund sein. Da gibt's nix. Ist leer. Oh mein Gott. Vegan. Vegan, aber es gibt nix. Jetzt gibt's erstmal Pommes. Teilen wir dann einfach ein. Ja. Eine Pommes. Hier, bei dem Automatik. Schaut her, hier gibt's schöne Frikadellen. Muss man einfach nur 2 Euro reinwerfen, dann kriegst du deine Frikadelle raus. Aber ich glaube, das ist nicht so vegan hier leider. Oh, aber hier gibt es irgendwas Croquette Veg. Boah, cool. Und ich habe einen fetten Topf Ketchup bekommen. Aber Karuma, kein Ketchup. Als ob es das nicht gibt. Hier steht doch alles. Heineken, Guinness. Kannst du einen Guinness trinken, wenn wir hier im Irish Pub sind? Guinness für dich, Guinness bei dir. Echt? Magst du das? Ja, Guinness mit der Reise. Okay. Ui. Was war denn das? Intifade. Da ist irgendwas auf mich angeflogen. Für dich ja. Jetzt ist die Sonne auch wieder da. Kommt näher an die Copacabana. Ich tanze für dich wie eine Diva. Die Nächte vergisst du nie wieder. Na 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 na, heute Nacht an die Copacabana. Ey, hier ist irgendein Fest. Ganz viele Leute, irgendwie ganz viel Spaß. Lecker.
Lecker Fisch. Boah. Es gab leider keine Sojamilch. Deswegen habe ich Honigmelone genommen. Ist auf meine Tasche gekommen? Wie uncool. Ja, probieren. Ich finde es lecker, aber sehr süß. Und ich nehme normalerweise immer welche mit Milch. Also eigentlich auch immer Matcha. Schmeckt geil. Aber die passen voll gut zusammen. Die Hübschen. Einfach die Hübsche. Also jetzt kommt der aufregendste Teil unseres Endstädte-Trips. Und zwar geht's ab zu Albert Heijn. Was hast du da Schönes gefunden? Timex. Och, das ist ja praktisch. Und? Mann, jetzt will ich alles kaufen. Ja, ich würde halt gerne die Inhaltsstoffe irgendwo finden, aber ich kann halt kein Holländisch. Echt? Ich kann Holländisch. Ja, diesmal. Deine Parteimeister ist noch dort zum Parteisaus. Da ist eine Parteisaus drin. Ja, aber was ist in der Parteisaus? Water. Guck mal, Palmzucker, Tamarinde. Ich weiß es nicht. Ich hasse Fertiggerichte. Ich finde, das schmeckt man immer. Lemongrass Reaction. Ich bin so dumm, das ist schon zum zweiten Mal jetzt umgefallen. Einfach dumm. Ich bin richtig dumm. Ich habe auch Angst, da was reinzulegen. Rote Curry. Guck mal, Parteisoße. Fertig. Fertig, so einfach geht's. So, dann überlegen wir mal, was wir alles von dem Veggie-Zeug mitnehmen. Ich kann mich jetzt schon gar nicht entscheiden, ne? Also, muss ich ehrlich zugeben. Das Problem ist, ich muss es jetzt entweder dann in den nächsten Tagen, wo ich noch hier bin, aufessen oder irgendwie mit nach Berlin nehmen. Wie wär's mit Wurstjes? Wurstjes? Wo gibt's Wurstjes? Aber die sind nur vegetarisch. Oh Mann. Bei manchen steht vegan direkt drauf. Guck mal, das dampft hier einfach die ganze Zeit, damit das schön frisch bleibt hier. Boah, Leute, hier geht der vegane Spaß weiter. Hier gibt es halt alle möglichen Wurst, aber auch so Salate. Wie geil. Und so ganz viel Leberwurst. Alles vegan. Vegane Grillwurst. Die ganzen holländischen Salate gibt es auch in vegan. Das ist auch irgendwie alles mit so Hähnchen. Das ist so ein bisschen Curry-mäßig, oder was ist das? Ja. Und das mit so Samba. Samba. Boah, ich kann mich gar nicht entscheiden. Und dann gibt es noch Thunfisch. Und dann gibt es hier noch so Parmasalat, Eisalat. Kip Curry auch. Ey, das ist wild. Das ist mit Erdnusssoße. Ja, aber das ist mir too much. Ach so, ich liebe das halt. Hier gibt es noch mehr. Ich habe jetzt hier sowas gefunden. Cheddar. Ich liebe einfach dieses Brot. Das ist so weich. So weich, dieses Brot. Ich bin halt echt traurig, dass ich nicht so viel nehmen kann. Ich schaffe es gar nicht, das zu essen hier. Das lohnt sich gar nicht. Also solche Sachen kann man ja zu Hause stehen lassen. Boah, was ist das denn für geile Chips? Ardappel Kropok. Was bedeutet das? Schon Kartoffel. Ja. Aber was ist das? Indonesische. Aha. Sieht voll lecker aus. Ach, was schön, Leute. Das war schon wieder hier. Sind wir schon an meinem Haus vorbei? Ja, leider schon. Ich hab's verpasst, es aufzunehmen. Caro findet, dass ich die beste Vloggerin bin. Was? Hm? Was haben wir jetzt verpasst? Eine Lagerhalle. Oh Gott. Was denn? Was war da? Ein krassiver Dom. Also Laura hat richtig viel gezeigt vom Tag. Mhm. Ich denke, ihr habt alle das Gefühl, es wäre ich einfach live dabei gewesen. Eben. Und das ist halt das Wichtigste. Moment. Ihr habt keinen Moment verpasst. Ich habe euch immer das Wichtigste gezeigt. Hast du Churros gezeigt? Ja, oder? Weiß ich gerade nicht. Oh, ich habe es vielleicht nur... Ich hab's das vielleicht war der beste nur, Moment. Ja, ich habe es vielleicht nur auf Kamera. Auf Handy, meine ich. Das ist meine Story. Und du hast nicht gezeigt, wie wir getanzt haben. Stimmt. Wo haben wir getanzt? Überall die Shakira. Wir haben immer ja, Shakira wir haben zu La Tortura von Shakira getanzt. In Ramschladen. In Ramschladen. Ich muss mich ein bisschen an meine Haare gewöhnen. Ich fühle mich gerade ein bisschen wie so ein Typ, der lange Haare hat. Wir haben jetzt beide kurze. Ja, wir haben irgendwie die gleiche Länge. Wir sind wieder zu Hause. Ich habe mir ein neues Top gekauft. Ich hatte richtig Bock, schon länger mir so ein richtiges Unterhemd zu holen. Mein heutiges Outfit. Boah, sorry Leute. Das ist halt so ein längeres Top eigentlich. Was man halt so reinstecken kann oder auch depends on the outfit. Und es ist halt einfach so, ich habe halt irgendwie auch gedacht, es wäre ein bisschen weiter so. Also wirklich so Unterhemd-Style. Das ist ein bisschen hochgeschlossen, aber ich finde es gar nicht so schlecht.
Einmal so ein weißes Top. Wollte ich schon länger haben. Ich habe solche in der Art schon. Fällt mir gerade auf. Ich habe sogar schon 2 Stück. Aber ich wollte so eins haben. Naja, auf jeden Fall zeige ich euch ein bisschen Haul. Just a little bit. Ist immer wieder hier ein interessanter Anblick. Ein paar Sachen habe ich ja schon im Supermarkt gezeigt. Aber hier so Cheddar-Käse. Dann habe ich noch so Pfeffersalami geholt. Dann habe ich so Kibbeling. So Fisch eigentlich, vegan. Dann so Frikadellen, muss es auf jeden Fall auch sein. Beziehungsweise Frikandel, so wie die auf Holiday scheißt. Und dann haben wir noch so Dessert gekauft. Meine Mama wollte gerne so Chocolate Mousse. Ich habe diesen Cheesecake mit Blaubeer. Guck mal, der sieht voll geil aus. Und hier sind noch ein paar Sachen. Warte, was haben wir hier noch? Hier gibt es noch so einen Apfelkuchen. Das sind so 2 Stücke. Auch sehr interessant. Und dann gab es so komische vor allem. Es gab so Snacks. Guck mal, das hier ist so Vegan Malteser, glaube ich. Dann M&M's. Und noch sowas so mit Popcorn, einfach mit Schokolade drin. Bin ich auch gespannt. Ach so, das hast du genommen, Mama. Hast du Tiramisu und Chocolate Mousse genommen? Ja. Oder Caro hat Chocolate Mousse genommen. Mama hat sich noch das vegane Tiramisu mitgenommen. Das sieht auch geil aus. Und halt, wie gesagt, meine Eltern essen immer diese Salate. Und ich konnte die halt nie mitessen. Und jetzt gibt es die einfach auch in vegan. Und ich habe den Thunfischsalat davon genommen. Hast du schon diese Cookies gezeigt? Ne, die sehen krass aus. Die sehen aus wie in New York. Wie so ein Burger. Es gibt in New York, es gibt in New York so ganz bekannte Bakeries. Dann wollen die auch mal testen? Wie? Jetzt testen. Willst du reinbeißen? Mhm. Und guck mal, dann habe ich noch so Chips gekauft. Die sind irgendwie so aus Kartoffel und Tapioca. Ich liebe halt so Tapioca-Chips. Bin ich mal gespannt, wie die schmecken. Dann noch hier so eine Trüffelmayo. Und noch so Protein Bars gab es auch. Okay. Boah. Heavy, oder? Boah, das klingt aber hart. Probier du mal. Der Rand war nur ein bisschen trocken. Schmeckt so geil. Ja. Boah. Diese Schokoladenstücke da drin. Mama hat noch Thin Sticks, Beefy mitgenommen. Leute, das darf hier auf gar keinen Fall fehlen. Papa muss immer so einen Fisch mitnehmen. Hä? Mhm. Er kauft immer so einen Fisch. Also ja, jetzt nicht in Holland unbedingt, aber wir haben auch aus Deutschland halt immer so ja, in Deutschland, Fisch mit, ja, mit Zwiebeln. Bisschen wie eine Gurke so, ne? Hier gibt's noch Hollandose Gehackbaldjes. Achso, stimmt, du musst ja deine ganzen Sachen einpacken. Hab ich schon. Hast du schon? Mhm. Gibt's da was Spannendes in der Tüte, was du zeigen möchtest? Boah, Leute. Geil. Das muss. Na, was soll ich sagen? Das für die gute Bowl. Ah ja, Hammer. Die heißt Lachsbowl natürlich. Ja, na klar. Salted Caramel. Wie Semeringa. Mhm. Ist ein Geschenk. Aha. Und? Kannst du ein bisschen weiter unten immer halten, wenn du es zeigst. Ja, guck mal. Käsegeschmack. Reiswaffeln mit Sour Cream Geschmack. Reiswaffeln mit Paprika Geschmack. Nee, Maiswaffeln sind das alles. Meine ich. Ah, ja. Ja, das sind immer so Geschmäcker. Die sind da irgendwie voll, ja, voll deren Ding. Guck mal, oder hier. Mit Schokolade und Salted Caramel. Ja. Aber das sind Reiswaffeln. Mhm. Die anderen sind alle Mais. Geil. Gewürz. Bisschen Katja. Voll süß. Ich dachte immer, Katja wäre so eine Verarsche irgendwie von Katjes. Ist es auch bestimmt. Nein, das ist einfach, glaube ich, die gleiche Marke. Nur in Holland ist es halt Katja. Weil es sind auch die gleichen Sachen. Vielleicht, ne? Ist Katja eine Beleidigung auf Holländisch. Deswegen haben die es umbenannt. Ja, vielleicht. Oder halt, ist ja auch ja. Katjes oder Katja oder vielleicht. Aber dann kann es ja auch auf Deutsch Katja heißen. Ja, aber vielleicht ging das in Deutschland nicht, weil irgendwas anderes schon Katja heißt. Oder so in irgendeine Richtung. Ja, das sieht auch geil aus. Pancakes, Chocolate Chip. Mit Stokjes Schokolade. Stokjes. Ein gutes Flatbread. Ja. Stimmt, wir kaufen auch immer Brot. Und hier gibt es noch eine 75 Stück sind hier drin. Richtig, oder? Als ob hier 75 sind. Ich würde niemals bei dieser Menge denken, dass es 75 Boah, sind. Locker. Aber wenn ich das sehe, dann würde ich eher so sagen, das sind 40 oder so. Ich würde jetzt nicht auf 75 kommen. Ja, ist ein gutes Frühstück, würde ich mal sagen. Dann gibt es hier noch Salätsche. Ist das deins? Mhm. Nix passiert. Mango Amandel. Ah ja. Ah ja, und wir kaufen auch immer dieses Brot. Leute, das ist halt das Wichtigste. Ihr müsst in Holland dieses weiche Brot kaufen. Und dann toasten. Und dann, nee, ich esse eigentlich sogar gerne so. Weil dann ist es super weich. Und dann noch einmal in Dunkel.
Und 7 Packungen Flatbread. Ich glaube, das war so ganz grob mein Haul, würde ich einfach mal sagen. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr den Haul fandet. Mama hat mich gerade daran erinnert, dass ich noch nicht die Chips gezeigt habe. Ja, mit Erdnusssoße. Oh Gott, Chips echt? Chips mit Erdnusssoße. Hä, wie wild. Kriegst du das? Weiß ich nicht. Ich habe ein bisschen Angst. Dann gibt es noch irgendwie so Hot Chicken Wings Flavor. Dann gibt es Subway. Die habe ich aber schon mal gegessen. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaub, Teriyaki Flavor. Ja, ich fand die ganz okay. Und dann gibt es noch so eine mit so... Also hier ist einmal Pommes Mayo und Pommes Erdnusssoße Geschmack. Wie auch immer. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal einen netten Nap. Oh, das liebe ich ja. Und dann muss ich die Wimpern abmachen. Weil die Wimpern hatte ich letztes Mal dran, als ich einen Nap gemacht habe. Und seitdem sind diese hier hinten so rausgekommen. Seht ihr das? Also hier sind sie so ein bisschen verbunden, aber ich glaube, das kam davon, weil ich mit denen geschwitzt habe. Aber hier gehen die so bis hier, seht ihr? Und da hängt so eine Strähne, das hängt so raus quasi. Ich glaube, es kam vom Nappen, weil ich die so festgedrückt habe hier am Ende. Deswegen machen wir die mal lieber ab. Ich kann euch übrigens diesen Kleber voll empfehlen. Ich finde den so gut von Duo, weil der ist halt mit so einem Applikator und ich finde, dadurch kann man viel weniger auftragen. Und dann hängt das nicht so an dem ganzen Wimpernkranz dran, weil ich benutze eigentlich immer von den von Essence, der ist auch sehr gut und sehr günstig. Aber damit versaut ihr euch manchmal die Wimpern, weil das so voll weit dann so reinläuft. Und hier schafft man es eigentlich, das immer ganz am Rand aufzutragen. Und ich glaube, dadurch sind sie länger haltbar. Wenn man nicht in den nappt und sie verbiegt. Okay, ich mache jetzt so einen saftigen Nap. Hallo Freunde, es ist Sonntag. Meine Eltern warten, glaube ich, schon auf mich. Und ich bin hier so... Ich warte nur auf den Moment, dass irgendwer von den beiden gleich ruft und sagt, Laura, so wie lange willst du noch brauchen? Ich beeil mich halt auch nicht, wisst ihr? Das ist das Ding. Ich habe von Lush das Lust Parfüm. Das ist halt so ein Creme-Tiegel. Das ist ein festes Parfum und das ist so geil, weil ich habe das jetzt schon so lange und ich benutze es so regelmäßig. Das hält einfach, weil ich halt immer nur so eine Mini-Portion brauche, verteile ich auf meinen Wrists und mache die so an meinen Hals dran. Fertig, Parfüm für den Tag aufgetragen. So, ich habe heute Morgen ein kleines Workout gemacht, weil... So, eigentlich habe ich mir das schon lange vorgenommen, das zu machen, weil ich ja so körperliche Einschränkungen habe. Also meine Hüfte und mein unterer Rücken, das was gerade so knapp zu sehen ist, ist bei mir sehr instabil und nicht wirklich mobil, wie es früher war. Also irgendwas habe ich in meinem Körper zerfetzt und dafür muss ich eigentlich jeden Tag Übungen machen. Aber ich bin zu faul und ich mache das nie. Und heute war ich so, Laura, get your shit together. Und heute habe ich dann angefangen damit. Und jetzt muss ich das regelmäßig durchziehen, damit es halt Routine bleibt. Wird. Erstmal muss es eine Routine werden. Weil ich kann mich nicht jeden Tag beschweren, aber wissen, was ich besser machen kann und es nicht tun. Wisst ihr, was ich meine? Also so, wenn man den Lösungsvorschlag hat, Lösungsansatz vor allem, und man muss es einfach nur durchführen, sorry, selber schuld. So, dann müsst ihr nie wieder eigentlich zuhören, dass ich mich über irgendwelche Rückenschmerzen beklage, weil... Ich weiß, was ich dagegen tun kann und ich mache es einfach nicht, weil ich, wie gesagt, ein Dummbatz bin. Ich habe es heute gemacht. Sehr stolz auf mich. Meine Laura Lareva-Kette ist dran. So cool, steht einfach mein eigener Name drauf. Ja. Es gibt lecker Frühstück. Mit den schönen holländischen Sachen. So, Freunde, ich bin halt ein bisschen dumm und habe meine Kamera zu Hause vergessen. Deswegen gibt es Handyvlog. Ja. Guck mal, wir sind in Berlin, der Fernsehturm. Juhu! Ich wollte eigentlich sagen, Ratespiel, wo sind wir, aber... Hat schon alles verraten. Wow, eine Sonnenuhr. Das ist ja cool. Ich wüsste nur gerne, wie spät es ist. Aha. Boris. Ich wollte keine fremden Menschen filmen. Oh, Laura, das machen wir. Sfotografieren wir uns. Guck mal, die genießt voll das Wasser. Mauselein, was machst du da im Wasser? Guck mal, ein blaues Herzi. Ich war gerade erst bei einem Bubble Tea Shop. Die hatten einfach keine Sojamilch und ich war so... Ich mag es gar nicht, irgendwo anders außer Berlin zu sein. Und dann habe ich aber den hier entdeckt. Den gibt es ja auch in Berlin. Und die haben richtig wilde Sorten, aber ich habe meinen Standard genommen. Und Mama hat auch zum ersten Mal Bubble Tea genommen. Mhm. Ich habe hier einen Brown Sugar bestellt.
ab durchs Tor. Juhu! Scheinbar the place to be. Jetzt haben wir hier so ein Restaurant am Wasser gefunden und hier kann man in so Strandkörben sitzen. Das finde ich ja super cool, wenn ich hier jetzt gleich was Nettes zu trinken und zu essen genießen kann. Und das ist der View. Guck mal, da standen wir vorhin irgendwo. Hey, warte, wo standen wir? Da hinten. Da habe ich euch diese ganzen Sonnenuhren und so gezeigt. Emden hat schon einiges zu bieten. Ja. Nicht so viel, aber einiges. Und Regen. Ja, aber im Strandkorb merke ich nichts von dem Regen. Ich habe hier einen Pickel. Er wächst und gedeiht. Was ist? Schade. Der Laden hat erst ab 17.30 Uhr auf. Ich habe das gerade so gefeiert in diesem Korb. Ist es scheißegal. Guck mal, hier ist irgendwie so eine süße Strandbar. Da liegt so Sand aus. Da kann man so Tretboote scheinbar auch mieten. Lass uns Tretboot fahren. Ach so, jetzt habe ich euch einfach auf dem Trockenen sitzen gelassen. Was mir scheißegal ist. Immer wenn Leute sagen, ja Laura, gibt's da was Veganes für dich? Ich weiß nicht, warum mich das so wütend macht, aber es gibt halt immer was zu essen für mich. Also ich finde auch immer was zu essen. Deswegen möchte ich nie entscheiden, weil es mir scheißegal ist. Ich kann überall eine Pommes essen. Überall. Du hast eine. Jetzt habe ich aber ein bisschen Angst, da lang zu laufen. Guck, da kommt Wasser rausgeschossen. Da ist ja der Otto. Ist auf jeden Fall schon ein super aufregender Tag hier. Jetzt sind wir was essen. Wir haben gerade bestellt und ich zeige euch dann auf jeden Fall, was so kommt. Lecker. Muss man herausfinden, was da Schönes drin ist. Aber egal, ich kann auf jeden Fall Salat essen und Edamame. So, hier habe ich einmal so Tofu mit Nudeln. Keine Ahnung, was da noch alles Schönes drin ist. Und Sushi. Sieht so hübsch aus. Übrigens mein Tipp, wenn ihr gerne Wasabi mögt, aber das manchmal zu stark ist, nehmt einfach ein bisschen Wasabi und mischt das hier so mit rein. Braucht man vielleicht einen Moment, aber dann schmeckt es gut. So, haben wir das Meer gefunden. Oder so. Toll. Da ganz hinten ist ja wieder Land. Und das ist Holland, beziehungsweise die Niederlande. Ich weiß nicht, ob es Holland ist. Das sind sie wieder da hinten. Ich wurde berichtigt. Das da hinten ist Deutschland. Irgendwo hier fängt erst Holland an und da ist alles die Niederlande. Genau. Die süßen Babys. Und auf der Rückfahrt hatte ich ganz frech die ganze Zeit ein AirPod auf einer Seite drin, weil ich keinen Bock hatte, die Radiomusik zu hören. Ich Dummbatz, wir sind jetzt wieder zu Hause und ich habe einfach meine Kamera auf der Fensterbank liegen gelassen. Einfach ein Dummbatz. So, Freunde, das war es jetzt auch schon wieder. Ich fahre nämlich auch heute zurück nach Berlin. Deswegen würde ich den Wochenvlog an dieser Stelle beenden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Unscharf, naja.